So, liebe Haufens und Häuflinchens, wir versuchen unser Glück weiter mit dem Haufendeck. Und ja, ich war sehr überrascht über den Sieg in dem ersten Game, der ja auch wirklich überraschend durch den Top-Deck kam. Gucken wir mal, ob wir das wiederholen können. Oder ob wir vielleicht jetzt sogar es schaffen, jemanden zu überrennen. Kein One-Drop, was schon wirklich außergewöhnlich ist in diesem Deck. Aber das sieht gar nicht so scheiße aus, muss ich sagen. Ich bin erneut überrascht. Wir haben zwei Two-Drops, die sogar wirklich beide gar nicht so unendlich schlecht sind. Wir haben zwar noch kein schwarzes Mana, aber pff, wer braucht schwarzes Mana? Zoom 2 Minuten in die Zukunft. Wo ist unser schwarzes Mana? Da ziehen wir die. Fangen wir an, schwarze Karten zu ziehen. Schauen wir mal den. 2-2 Vigilance. Der Shield, Mate. Oi, Mate. Kann einfach angreifen, ohne dass uns was passiert. Oder, also ohne dass dem was passiert. Müssen wir nehmen. Kommt wahrscheinlich irgendwas, was blocken kann. Oder auch nicht. 1-4. Das kann blocken. Surveil 2. Beides oben lassen. Nächste schwarze Karte. Spielen erstmal den, weil wenn wir nächste Runde Land ziehen, können wir beide Kreaturen spielen. Tja. Zwei pro Runde kriegen wir. Wenn wir nächste Runde beide Kreaturen spielen, haben wir übrigens auch schon alles ausgeschöpft, was wir ohne schwarzes Mana machen können. Also wir ziehen schwarzes Mana. Das wäre natürlich Next Level. Ja, 2 Schaden nehmen wir. Müssen natürlich auch davon ausgehen, dass da der Gegner schwarz spielt, er ein, zwei Removal Spells haben wird. Das heißt, der 4-4er wird wahrscheinlich nicht so unendlich lange rumchillen. Krass. Ah, übrigens eine schwarze Kreatur. Genau. Müssen wir den spielen. Der wird zwar jetzt zu einer 0-4 gemacht, aber blocken kann er immerhin. Besser als wenn wir den 2-1er gespielt hätten, weil der hätte nicht mal blocken können. Dann wären beide auf 0 gesetzt worden. Die Viecher fucken richtig ab. So, schwarzes Mana wäre jetzt ganz gut. Oh, der 1-3er kann einfach mit angreifen. Genau. Als eine kostenlose Tag ist. 1-4er würde ich nicht machen. Außer ich bin ja gut, wenn der Post-Combat noch eine neue Kreatur hat, dann kann er es machen. Nehmen wir 4 Schaden. Die Dinger sind so gut, vor allem wenn du mehrere davon hast. Das ist ein guter Blocker. Die Frage, ob wir lieber zwei Karten ziehen oder lieber eine 2-1 spielen. Wir spielen lieber die 2-1, weil dann kann er nicht mehr so wirklich unbedingt angreifen. Also wir traden dann halt gegen die 2-1er. Oh, Disinformation Campaign. Das ist eine richtig, richtig gute Karte.
Vor allen Dingen, wenn man viel Surveil hat. Oder ein Surveil, was man jede Runde wiederholen kann. Gegen so eine Synergie haben wir keine Chance mit unserem Haufen. Vor allen Dingen nicht, wenn wir schwarzes Mana nicht ziehen. Ah ja, das ist ah. Das dann zu spielen war nicht intelligent. Oh, wobei wir hätten angreifen können mit der 2-1 fliehend. Aber wir gucken jetzt mal, was wir jetzt gleich ziehen. Mit dem Locket. Und wenn das immer noch kein schwarzes Mana ist. Aber wir hätten halt zuerst das Locket opfern können und hätten wir dann halt einen Sumpf gezogen, hätten wir schon mal den 1-1-1er Death Touch spielen können. Aber ziemlich sicher, dass das jetzt alles nichts mehr bringt. Weil jede Runde surveillen kann halt. Ein Mana fehlt dir noch, damit er das durchziehen kann. Okay, wir hätten nicht angreifen können, weil dann hätte uns das Mana gefehlt, um das Locket zu opfern. Läuft nicht gut. Läuft nicht gut. Ach ja. Der gute Mann hat auch noch einen Removal-Spell und kann jetzt einfach angreifen. Mal wieder. Aha, da kommt die Attack. Gut, in Response darauf werden wir mal Karten ziehen, weil es könnte ja sein, dass wir eine Karte ziehen, einen Combat-Trick, der nicht in unserem Deck ist. Ach, apropos, ich wollte noch eine andere Karte reintun. Und Wälder rausnehmen. Oh ja. Oh, Moment, warte mal. Die können wir sogar wirklich benutzen. Ja, können wir trotzdem conceden. Gegen die Combo gewinnen wir nicht mehr. Genau, ich wollte was ändern an der Mana Base. Und eine Karte hatte ich irgendwie falsch im Kopf. Hier, der Removal Spell. Der dachte ich eigentlich, der wäre minus x minus x. Und x ist die Anzahl der Leben, die wir in diesem Zug dazu bekommen haben, aber es ist x die Anzahl an Kreaturen, die in unserem Friedhof sind. Und da wir eigentlich ganz gut Kreaturen spielen, könnte man das mal reintun. Genau, und dann wollte ich auf jeden Fall 1, 2 Forest. Und dafür ist Worms rein. Und dann müssen wir jetzt noch eine Karte rausnehmen. Könnten wir theoretisch. Gute Frage. Wie viele Länder spielen wir denn? 10, 16. Ja. Einmal eine Hand of Rudeness rausnehmen. So. Okay. Ja, obwohl, wahrscheinlich wäre es besser, nicht zwei Sümpfe reinzutun, sondern einen Sumpf und eine Ebene. So auch von den One-Drops her. Viele weiße One-Drops, die wir halt gerne dann spielen würden. So früh wie möglich. Keine Bomben in Hand. Bräuchten noch Kreaturen. Wir haben schon wieder keinen One-Drop. Ach doch, wir haben einen One-Drop. Aber. Oh, ich wollte gerade sagen, wir fangen an. Tun wir gar nicht. Ah. Schon wieder schwarz-blau. Schon wieder die Defender des Todes. Wir spielen mal noch nicht die Ratte. Die Ratte ist nämlich effektiv, weil die macht jetzt eh nichts. Die kann nicht angreifen in die 0-5 rein.
Und es macht mehr, wenn der Gegner weniger Karten hat. Wenn er zum Beispiel seine Länder alle schon gespielt hat. Ja. Hoffen wir, dass er jetzt diese Runde nicht surveillen kann, weil dann zieht er eine extra Karte. Der Agent ist echt gut. Nice. Also die Karte an sich ist auch gut, deswegen eigentlich nicht so nice, aber immerhin konnte er da nicht surveillen. Schau mal hier, die 4-4. Kann zwar nicht angreifen in die 0-5 rein, aber kann blocken. Jetzt hat er einen Removal Spell, der surveilled. Das wäre nicht gut. Weil das sowohl unsere Kreatur removed, als halt auch dem hier Death Touch gibt und eine Karte ziehen lässt. Okay. Traden wir. Vollkommen in Ordnung für mich. Das ist kein Trade. Also, one for one. Aber trotzdem nicht sonderlich gut. Touch und you discard the card. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall eine Non-Land-Card, weil der letzte Runde kein Land gespielt hat. Ah, nice. Ja. Jetzt können wir noch traden. Nächste Runde spielen wir den Wurm. Länger das Spiel geht, umso besser ist dieser Removal. Momentan gibt einfach nur minus 1, minus 1. Das ist nicht sonderlich effizient ist. Oh, no attacks. Interessant. Okay, hat auf jeden Fall einen Konter auf der Hand. Sonst hätte er nämlich den unblockbar gemacht. Dann sitzen wir einfach weiter rum. Wenn er unbedingt nichts machen will, kann er das gerne tun. Hätten zwar gerne den Wurm gespielt diese Runde, aber muss ja auch nicht. Wir gehen es langsam an. Gucken mal, ob er den kontern will. Der macht halt eigentlich gar nichts auf dem Board. Ja, okay.
Dann geht's weiter. Oh, der ist gut. Wir töten den mal in Response darauf, weil der wird dann halt auch geexiled. Den kann er sich nämlich aus dem Friedhof wiederholen. Normalerweise, aber ja, jetzt ist er geexiled. Unsere Karte halt auch, aber who cares. So, jetzt hat er keinen Counter mehr offen, glaube ich. Obwohl doch Disdainful Stroke könnte er haben. Aber die zwei Mana kann er sich auch immer offen halten. Dementsprechend versuchen wir es jetzt mal mit dem Wurm. Sieht so aus. Ja. Disdainful Stroke. Gut, da hätten wir aber nicht großartig was gegen machen können. Nächste Runde können wir hier das Locket opfern, um nochmal zwei Karten zu ziehen. Und dann gucken wir mal, was so kommt. Zuerst eine Kreatur vom Friedhof. Target Creature to his owner's hand, okay. Wenn das mal nicht gewastet ist. Ah, okay. Er zieht eine Karte. Kann eigentlich mal anfangen, mit dem Death Toucher mit anzugreifen. Weiß nicht, ob wir. Naja, wir. Eigentlich hätte gerne ein grünes oder weißes Mana halt noch mehr gehabt. Weil dann hätten wir halt den spielen können und gleichzeitig das Locket opfern können. Wir hätten halt vorher das Locket opfern können und halt hoffen, dass wir einen Dingens kriegen. Entweder einen Forest oder eine Ebene. Aber das ist halt auch so, fragwürdig. Ja, die Kombo ist gut hier mit dem, wenn der uns trifft, einfach eine Karte ziehen und unblockbar machen. Kostet zwar viel Mana, aber wir haben jetzt auch nicht so das allerschnellste Deck. Tja. Dann kriegt der plus das sei. Das ist nicht gut. Jetzt kann er nämlich wieder den unblockbar machen und eine Karte ziehen. Oh, hat er nicht gemacht. Das heißt, er hat noch einen Counter. Greifen jede Runde für zwei an. Ja. Spielen wir erstmal den Lifelinker. Und dann End of Turn, denke ich, ziehen wir zwei Karten. Weil falls er noch so ein Ding hat, ist es besser, End of Turn die Karten zu ziehen. Damit wir im nächsten Zug volles Mana haben, um die Sachen zu benutzen. Okay. Dann kann er wieder surveillen. Kann er wieder eine Karte ziehen. Wenn er denn will.
Tja, der ist uns vier Karten voraus. Beziehungsweise fünf, wenn er jetzt gleich eine Karte zieht. Wir sind dafür im Damage Race voran, aber ob wir das so lange durchziehen können, so viel zum Damage Race. Hat er gerade drei Leben wieder dazu bekommen. Aber macht nicht unblockbar. Also zieht. Hätte jetzt einfach nur eine Karte ziehen können. Hätte ich an seiner Stelle auch gemacht. Dann ziehen wir jetzt eine Karte. Oder zwei. Und sonntags auch mal zwei. Ach, nice. Nice. Fangen wir mal mit einer Eisheißfliege an. Willst du diese Karte kontern? So antworte mit Ja. Ja, ich will. Wollte er aber nicht. Gucken wir mal weiter. Möchtest du diese Karte blocken? Aha. Der Gegner ist wieder so jemand, der sehr, sehr lange braucht, um sich zu entscheiden. Okay. Dann spielen wir auch mal das Locket. Gucken, ob er das countert. Auch nicht. Okay. Dann können wir damit wieder zwei Karten ziehen. Okay. Kann er den auch surveillen oder macht er den jetzt einfach nur so unblockbar? Weil das ist ein Race, was er verliert. Oh, einfach nur so, okay. Interessant. Ja, sieht aber eigentlich ganz okay aus. Also ich meine, es kann sich jetzt noch viel tun in den nächsten Runden. Ich spiele mal ein Land, weil wir nächste Runde drei Karten zur Verfügung haben. Setzt das zwei Kreaturen in unserem Friedhof. Okay. Gucken wir mal, was wir ziehen. Oh, guck mal, die anderen sondern sogar einen Schatten. Der Fuck. Oh ja. Oh ja. Das sind doch gute Karten. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, gucken wir erstmal, ob er den kontert. Nein. Dann greifen wir mal an. Mit dem. Dann gucken wir mal, ob er den countert. Nein. Und dann countern wir. Dann countern wir nicht, sondern dann spielen wir noch den. Halten uns den Death Touch offen. Und. Okay. Okay. Das war, ein Sieg. Es hat schon wieder so lange gedauert, das Game, ne? Ja. Das sind so viel zu den kurzen Spielen, die Ikenokos angestrebt hatte. Tja, none can do.